So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist soweit, ich habe mir eine neue Bühne gekauft. Die ist jetzt hier. Ich freue mich sehr, weil das Ganze auch relativ lang gedauert hat. Aufgrund von Corona hatte der Lieferant Probleme, die Bühne aus Übersee hier hinzubekommen. Aber jetzt ist alles da. Die Bühne ist frisch produziert von Juli 2020. Und wofür habe ich mich entschieden? Wie ihr seht, die Bühne ist grün. Grün sieht man bei den einschlägigen Händlern, die man so kennt, erstmal gar nicht. Ist auch ein ganz neues Modell. Die gibt es erst jetzt seit einem Monat auf dem Markt in dieser Farbe. Und zwar handelt es sich hierbei um eine DTPF 6093 EPT von der Firma profipaul.de. profipaul.de ist ein Werkstattausrüster. Dieser unterstützt dieses Video ein bisschen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Schöne Grüße nochmal an Manuel, der mich hier sehr gut beraten hat. Im Laufe dieses Videos werde ich natürlich auch ein bisschen erzählen, wieso ich mich speziell für diese Bühne hier entschieden habe. Ich war mit einigen Herstellern in Kontakt, habe mich halt ein bisschen informiert und das war im Prinzip hier dann die Entscheidung. Wieso, weshalb, werde ich in dem Video noch zwischendurch erwähnen. Deswegen schaut das Video gerne bis zum Schluss an. Alle weiteren Informationen zu dieser Bühne, zu profipaul.de, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Dort werdet ihr auch einen Gutscheincode finden, denn ich habe gesagt, wenn ich das Video jetzt schon mache, dann muss auch für euch ein bisschen was rausspringen. Also falls ihr Interesse habt an Werkstattausrüstung, nicht nur eine Bühne, auch Reifenmaschinen, Kompressoren etc., bekommt ihr alles bei profipaul.de. Was werden wir jetzt machen? Die Bühne wird bei euch so angeliefert. Im Endeffekt ist da noch Folie drum und ein bisschen Karton drumherum, um im Prinzip während des Transports geschützt zu werden. Das habe ich jetzt alles schon mal weggemacht, sodass man sofort sieht, was im Ende halt bei euch in der Halle steht. Ja, zwei Sonnenhebebühnen werden eigentlich immer so geliefert. Das heißt, da ist ein Hilfsrahmen dran, links und rechts, wo die beiden Säulen befestigt sind. Den werden wir jetzt gleich lösen. Der hängt auch schon in der Luft. Wir haben die untere Säule auf Klötze gesetzt und die beiden Säulen liegen halt aufeinander. Wir werden hier zwischen gleich noch ein bisschen Pappe oder sowas setzen, damit da nichts verkratzt, während wir das runterheben. Was ihr beachten müsst, ist am besten halt mit 3-4 Mann entweder die Säulen runterheben oder natürlich mit einem Motor- oder Getriebekran. Das macht es natürlich alles ein bisschen einfacher. Passt auf eure Finger natürlich auf, was das angeht. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Wir werden jetzt direkt loslegen. In den beiden Säulenarmen sind alle Anbauteile, also die ganzen Arme, Schlaganker, Hydrauliköl unter Umständen, wenn ihr das mitbestellt, der Motor, die Elektrikbox, alles in den Säulenarm halt reingesteckt. Ihr könnt versuchen, dann im Prinzip erstmal alles rauszuholen. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Wir werden alles schon mal soweit möglich rausholen, damit die Säulen nicht so schwer sind. Alles beiseite legen. Wenn wir die Säulen jetzt gleich aufgestellt haben und alles beiseite gestellt haben, werde ich euch noch einmal zeigen, was natürlich alles im Lieferumfang enthalten ist. Ja, und während des Videos werde ich halt natürlich immer wichtige Punkte erklären, die ihr beim Aufbau so einer Zwei-Säulen-Bühne beachten müsst. Dafür habe ich auch den Kontakt von Profipaul, die über WhatsApp jedem halt helfen, der so eine Bühne auch selber aufbauen möchte. Das werde ich natürlich auch in Anspruch nehmen, wenn ich halt irgendwo nicht weiterkomme. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, wir heben die beiden Säulen jetzt ab, stellen die auf und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Kommentiert gerne was, wenn ihr Interesse an sowas habt oder überhaupt Tipps auch habt, wie man sowas in Zukunft bei anderen Leuten machen möchte. Und lasst natürlich einen Daumen hoch da. Wir sehen uns gleich wieder.
gerichtet, so wie wir es jetzt ungefähr haben wollen. Ich habe das jetzt halt so gemacht, dass ich vorne ein bisschen mehr Platz habe, hinten habe ich ein bisschen knapper kalkuliert. Und wir beginnen jetzt erstmal die Säulen zu befestigen. So, jetzt als erstes werden wir die Säule, die haben wir jetzt ausgerichtet, die werden wir jetzt befestigen. Das heißt, wir bohren mit einem 18 mm Bohrer entsprechend erstmal zwei Löcher diagonal und setzen die dann schon mal fest. Und danach bohren wir die restlichen Löcher und befestigen die Bühne dann. Anschließend wird die Bühne mit, beziehungsweise werden die Muttern mit 120 Newtonmetern festgezogen. Deswegen würde ich sagen, bohren wir jetzt erstmal hier die Löcher. So, wir haben jetzt hier die Schlaganker befestigt. Beide Säulen sind jetzt fest. Um zu gucken, ob beide Säulen natürlich irgendwo fluchten, könnt ihr mit einem mit so einem kleinen dünnen Seil oder so einmal die beiden Säulen umspannen und gucken, ob die Seile jeweils immer schön anliegen. Dann wisst ihr halt, ob ihr die Bühnen halt zu die Säulen in der Flucht habt. Angezogen ist jetzt alles. Jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt gerade schon die Stahlseile und so rausgeholt. Die liegen jetzt hier schon auf dem Boden. Jeweils nach links und rechts. Die erstmal nur beiseite legen. Die brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Und wir fangen jetzt erstmal damit an, die Magnete zu befestigen, um dann die Sicherheitskeile zu montieren. So, das hier sind die Magnete. Davon haben wir insgesamt vier Stück. Da kommen jeweils pro Säule zwei Stück. Einer auf der Höhe, also wo jetzt dieser Keil hier drin hängt. Und unten das gleiche nochmal. Der Magnet ist dafür da. Ich habe das jetzt mal kurz schon mal vormontiert, um euch das zu zeigen. Wir setzen den hier rein und fädeln den Keil in den Magneten und können dann halt beim Entriegeln die Sicherheitsresten nach hinten ziehen. Das erfolgt hier in dem Fall vollautomatisch. Einige Bühnen, günstigere Bühnen, die haben halt noch eine manuelle Entriegelung. Die befindet sich unten am Hubschlitten, da muss man ein Seil ziehen. Ist auf jeden Fall so deutlich angenehmer, da muss man nicht immer von links nach rechts laufen oder irgendwie einen Hebel ziehen, sondern man drückt halt danach wirklich nur noch die Taste, entriegelt automatisch und fährt dann runter. Ich zeige euch einmal, wie man die Magneten befestigt und was man dann mit den Sicherheitskeilen beachten muss, denn die müssen auch vernünftig eingestellt werden, damit die nicht wackeln und nicht zu viel Spiel haben. So, für die Magnete haben wir vier Schrauben. Und zwar sind das so ganz kurze Inbusschrauben. Die befinden sich in dem Beutel, wo auch diese Keile und die schwarzen Schrauben drin sind. Da müsst ihr dann einfach nur gucken und dann montiert ihr die Schrauben hier so rein. Das ist ein bisschen fummelig, weil die sehr kurz sind. Nehmt euch einen kleinen Imbusschlüssel dazu. Die genaue Größe habe ich jetzt nicht im Kopf. Das müsste irgendwie 4er Imbus, glaube ich, sein. Und dann schraubt ihr die einmal lose rein. Also noch nicht festziehen, sondern wirklich nur so ansetzen, damit wir alle Schrauben halt gescheit hier reinbekommen. So, und dann ziehen wir die natürlich mit Gefühl irgendwo fest. So, und dann können wir schon direkt die Kabel verbinden, einfach nur reinstecken
So, und dann müssen wir die halt hier irgendwie so schön verlegen gleich noch, aber das machen wir dann bei den Abschlussarbeiten. Jetzt müssen wir den Sicherheitskeil und die Sicherheitsraste montieren. Dafür haben wir hier schon mal eine Schraube drin. Die kommt halt hier rein. Die drehe ich jetzt gleich wieder raus und zeige euch das von der anderen Seite einmal. So, jetzt nehmen wir den Keil hier nochmal raus. Ne, dieser sichert halt im Prinzip die Sicherheitsraste, die sich hier nicht bewegen kann. Ne, hält im Prinzip einfach nur fest. Und auf die Schraube kommt hochfestes Loctite, damit die sich nicht während der Zeit lösen kann. Darauf auf jeden Fall achten, auf jeden Fall Loctite benutzen. So, dann setzen wir den Keil hier wieder rein. Und drehen von hinten die Schraube rein. So, und dann sehen wir, dass der Sicherheitskeil sich nicht nach links und rechts bewegen lässt, sondern wirklich nur nach hinten. Ne, da müsst ihr halt darauf achten, dass er sich nicht so kippen lässt. So, und dann, wie gesagt, wird das später einfach nur nach hinten gezogen zum Entriegeln, damit der Hubschlitten dann auch sauber runterfahren kann. Das macht er jetzt an beiden Säulen jeweils zweimal, also insgesamt 4 Sicherheitskeile mit Sicherheitsrasten montieren und die Magnete. Und dann geht es gleich direkt weiter. So, wenn ihr alle Sicherheitskeile montiert habt, dann können wir jetzt die Hubschlitten in die erste oder zweite Raste fahren, damit wir dann von unten weiter gemütlich arbeiten können. Das machen wir jetzt einmal. So, sitzt in der ersten Raste, das gleiche mache ich noch eben auf der anderen Seite und dann geht es direkt weiter. So, als nächstes werden wir hier den Hydraulikmotor einmal montieren. Dafür haben wir ein Paket Schrauben, Mutter- und Unterlegscheiben. Die befestigen wir einmal so, Schraube rein, außen eine Unterlegscheibe und eine Mutter drauf. Und lassen jetzt erstmal so hängen oben. Unten machen wir erstmal keine rein. Den Schaltkasten, den könnt ihr einmal öffnen und einmal die Klappe seitlich anbringen, weil da werden wir dann dran arbeiten. Das ist halt gut, wenn der Schalter nicht einfach in der Luft hängt, sondern halt neben dran befestigt ist. Aber als erstes, wie gesagt, den Motor und dann werden wir die Kabel einführen und anfangen, das erstmal zu verkabeln soweit. Deswegen hier mit Leiter einmal hoch und den Motor oben einhängen. So, der Hydraulikmotor ist montiert, also ich habe da jetzt insgesamt 4 Schrauben reingesetzt. Also die beste Möglichkeit ist natürlich, erstmal oben 2 in die Langlöcher zu setzen, den dann einzufädeln und dann festzuziehen und danach die unteren beiden zu befestigen. Hängt jetzt ganz oben und hier unten habe ich jetzt den Elektrokasten so montiert. Na, im Prinzip hier so mit so kleinen Schräubchen. Hinten Muttern dran und fertig. Und so sieht er jetzt halt offen aus, der Elektrokasten. Der muss dann entsprechend natürlich halt verkabelt werden. Die Kabel von oben jetzt hier vom Elektromotor müssen wir jetzt nochmal runterfädeln und dann unten in den Elektrokasten einfädeln. So, es geht weiter mit der Elektrik so ein bisschen. Das habe ich mal hier hingesetzt und schließe jetzt das Anschlusskabel an. Hier habe ich das schon mal reingezogen. Ich habe da alles drin schon soweit verkabelt, was ging. Ich zeige euch gleich mal, wie das auch aussieht. Jetzt geht es halt darum, hier das Anschlusskabel zu verdrahten. In dem Fall haben wir ein flexibles, fünfadriges Kabel, 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Und um die Dose halt anzubringen, müssen wir die Leitung vorab in Aderenthülsen packen. Das mache ich jetzt so nebenbei und werde euch so ein bisschen noch was zu der Bühne erzählen. Denn das werde ich jetzt hier nicht so ausgiebig erklären, weil Elektroanschluss sollte natürlich grundsätzlich von jemandem gemacht werden, der
entsprechend Ahnung davon hat. Also das auf jeden Fall einem Fachmann überlassen. So. Zack. Und wir verkrimpen jetzt erstmal hier die Ader-Endhülsen auf den Kabeln. So. Sieht doch gut aus. Ja, ich habe euch ja gesagt, wollte ich ein bisschen was über die Bühne erzählen, warum ich mir ja ausgerechnet diese Bühne gekauft habe, beziehungsweise warum ich mich dafür jetzt entschieden habe. Denn ich war ja, wie gesagt, mit einigen anderen Herstellern in Kontakt gewesen auch. Ja, der Kontakt war mal besser, mal schlechter. Ne, manche haben sich gar nicht zurückgemeldet auf meine Anfragen. Und der Manuel von profipaul.de, der hat sich sehr schnell gemeldet auf meine Anfrage, weil ich halt gefragt habe, ob die halt eine passende Bühne für meine Anwendung halt im Programm haben. Denn die Sache ist natürlich die, die Garage ist relativ schmal und ich habe natürlich irgendwas gesucht, was halt nicht so extrem breit ist auch, was das angeht. Und hier haben wir jetzt eine Minimalbreite von knapp 3,40 Meter. Viele andere Bühnen sind mindestens 3,60 Meter breit. Und das wäre mir hier schon tatsächlich zu knapp, weil ich jetzt in dem Bereich, wo die Bühne jetzt steht, 3,75 Meter ungefähr habe. Ne, dazu kommt natürlich, dass der Motor oben noch ein bisschen übersteht und dementsprechend jetzt mit knapp 10 cm Luft zur Wand auch steht. Was eigentlich genau perfekt jetzt ist. Ja, hierbei handelt es sich jetzt um die, ja, also ich sag mal jetzt neueste Generation. Also die Bühne ist ganz frisch am Markt. Die gibt es jetzt erst seit Produktionsdatum Juli und die ist jetzt im Oktober erst in den Handel gekommen. Und zwar hat die Bühne halt ein paar Besonderheiten, die andere Hersteller aktuell einfach nicht haben. Dazu gehört, dass diese Bühne zwei Endabschalter hat. Die hat einen Endabschalter oben, der auch schon vormontiert ist. Das ist bei den meisten auch nicht der Fall sonst. Und einen Endabschalter unten. Zusätzlich dazu hat, verfügt diese Bühne über einen Seilbruchschutz. Ach, das zeige ich euch einmal kurz. Und zwar ist das hier der Seilbruchschutz. Dieser wird am Boden montiert und hier läuft entsprechend das Seil durch. Und sollte dieses Seil, sollte eins der beiden Seile reißen, deswegen gibt es zwei davon, unterbricht dieser Kontakt sofort ja, die Stromzufuhr und die Bühne bleibt direkt stehen. Weil das Problem wäre dann unter Umständen, dass die Bühne asynchron runterfahren würde. Was natürlich dann die Gefahr birgt, dass das Auto dann seitlich wegkippt. Das ist halt hier, wie gesagt, ein Schutz dafür, dass das natürlich dann auch nicht passiert. Wenn das reißt und die Bühne entsprechend natürlich stehen bleibt, ist natürlich das andere Problem, dass ihr das Auto nicht mehr runterbekommt. Aber das Auto fällt auf jeden Fall nicht von alleine runter. Das ist ganz wichtig hier zu sagen. Ja, wir haben zwei Hydraulikzylinder, natürlich links, rechts, die entsprechend mit dem Hydraulikschlauch verbunden sind. Dazu, beziehungsweise diese Hydraulikzylinder werden dann halt über einen Kettenantrieb, also die Hydraulikzylinder treiben den Kettenantrieb an, der entsprechend die Hubschlitten hochzieht. Sehr massiv gebaut hier auf jeden Fall, inklusive Türanschlagschutz, der ist auch bereits vormontiert, der Türanschlagschutz in dem Fall. Und was hier halt noch reinkommt, sind die dreiteiligen Arme. Und zwar habe ich hier dreiteilige Arme für vorne sowie für hinten. Das war auch ein Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig war. Und zwar deswegen, weil ich halt, teilweise sehr kurze Fahrzeuge habe, wo man mit einer größeren Bühne eventuell schon Probleme bekommt beim Anheben, aber auch manchmal relativ lange Fahrzeuge habe, wie jetzt zum Beispiel so ein Transporter, wo es natürlich dann auch extrem praktisch ist, die Arme sehr weit rausziehen zu können, wenn man halt ein Fahrzeug mit einem sehr langen Radstand hat.
Das ist auch oftmals, habe ich gesehen, ein Problem bei anderen Herstellern. Die bieten dann halt nur zwei- und dreiteilige an, aber nicht zweimal dreiteilige Haare. Das war auch wieder so ein Pluspunkt, wieso ich gesagt habe, okay, die Bühne passt für meine persönliche Anwendung. Ja, so, was kann die Bühne noch Tolles? Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, das fand ich auch, das war immer so ein Nachteil bei hydraulischen Hebebühnen, dass man beim Absenken die Bühne immer erstmal ein Stück anheben muss, damit die dann halt runterfährt. Das haben wir in dem Fall nicht, beziehungsweise wir können es umgehen. Das nennt sich Anti-Lift-Up-Button-Technologie. Entsprechend zum Beispiel bei einem Motorwechsel, Zahnriementausch, Getriebetausch, wo es halt wichtig ist, die Bühne sehr kontrolliert runterfahren zu lassen, ohne vorher anheben zu müssen. Das schaffen wir in dem Fall, bevor halt die Hubschlitten in die Rasten fahren, beziehungsweise leicht über den Rasten sitzen. Dann müssen wir die Bühne nicht absenken, sondern können dann halt so arbeiten und dann beim Absenken sofort die Sicherungskeile zurückziehen lassen über die Magneten und dann die Bühne sofort absenken. Was auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Vorteil hierbei jetzt ist, weil das konnten bislang lange Zeit halt nur Spindelhebebühnen. Die wiederum sind A, relativ teuer, also die sind natürlich, sagen wir so ein Tausender teurer als so eine hydraulische Bühne, und B, dadurch, dass diese großen Spindeln halt drehen, ist die auch relativ laut. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Die Lautstärke von solchen Spindelhebebühnen ist auch ziemlich hoch und gefällt manchen Leuten einfach nicht. So, was gibt es noch hierzu zu sagen? Und zwar noch Folgendes. Die Hubschlitten gleiten ja entsprechend hier auf der Innenseite der Säulen. Und da geht es um Folgendes. Die Hubschlitten sind gelagert seitlich mit Teflonscheiben. Und diese verschleißen halt mit der Zeit. Dann bekommt der Hubschlitten irgendwann Spiel vom ganzen Hoch- und Runterfahren. Und die müssen dann getauscht werden. Bei vielen Herstellern ist es halt so, dass dieser Austausch sehr zeit- und kostenaufwendig ist. In dem Fall hat man sich richtig Gedanken gemacht und die Hubschlitten so konstruiert, beziehungsweise die Gleitschlitten so montiert, dass wir die Hubschlitten nicht ausbauen müssen für den Austausch. Und das schaffen wir auf beiden Seiten innerhalb von weniger als einer halben Stunde, denn die sind einfach nur von oben verschraubt und lassen sich dadurch natürlich deutlich einfacher tauschen als bei anderen, ja, hydraulischen Bühnen in dem Fall. Und das war auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, ja, je weniger Aufwand für die Instandhaltung, desto besser natürlich auch. Man muss natürlich immer darauf achten, dass die Stellen, wo die Gleitbacken hoch und runter fahren, entsprechend natürlich gefettet sind. Das ist zwar schon soweit vorgefettet, aber man sollte trotzdem in Betriebnahme diese nochmal, also die Gleitflächen auf jeden Fall nochmal nachfetten mit normalem Industriefett, was das angeht, damit ihr natürlich irgendwie möglichst lange was von dieser Bühne auch habt. Und ich möchte natürlich auch möglichst lange was von dieser Bühne haben. Das steht auf jeden Fall außer Frage. Von der Verarbeitungsqualität muss ich wirklich sagen, bin ich sehr überzeugt. Also mir ist jetzt nichts irgendwie groß negativ aufgefallen. Die Schweißnähte sind sauber, die Pulverbeschichtung ist vernünftig. Die Farbe finde ich mega, weil ich wollte auch nicht irgendwie das Standardblau, was man sonst halt so kennt. Klar würde sich hier natürlich relativ neutral einfügen in die ganze Halle, aber ich finde, das ist natürlich schon irgendwie so ein optisches Highlight, wenn man irgendwie jetzt einfach mal eine grüne Bühne hier drin stehen hat, was ich bislang auch noch nie gesehen habe. Ich kenne keinen Hersteller, der grüne Bühnen anbietet, so dumm es klingt irgendwo. Deswegen fand ich das halt mega cool, dass es halt das gibt, und das hat auch irgendwo meine Entscheidung halt ein bisschen mit beeinflusst. Dann natürlich einfach der ganze Kundenkontakt mit Manuel Scheunhaber, das ist der Vertriebsleiter bei Profi Paul.
Und er hat mich halt von Anfang an betreut. Wir telefonieren immer noch alle paar Tage. Auch hier jetzt während des Aufbaus telefonieren wir ständig, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, werden die halt schnell beantwortet. Und da muss ich wirklich sagen, die Jungs sind halt echt super angenehm. Man kann immer jemanden erreichen, wenn man ein Problem hat. Das hatte ich jetzt mal bei einem anderen Bekannten gehabt, der hat auch eine Hebebühne gekauft vor kurzem, von einem halben Jahr etwa. Und der hatte jetzt schon Probleme beim Heben und Senken gehabt. Und er hat jetzt wochenlang gebraucht, um da jemanden Verantwortliches an die Strippe zu bekommen, der ihm irgendwie bei seinem Problem weiterhelfen konnte. Und das, finde ich, ist in der heutigen Zeit ein absolutes No-Go. Umso schöner, dass man halt hier so ein Unternehmen gefunden hat, das halt wirklich Wert drauf legt, den Kunden halt zeitnah zu bedienen auch. Nicht nur vorm Kauf, sondern auch während und nach dem Kauf, also auch im laufenden Betrieb. Da habe ich Telefonnummern bekommen von entsprechenden Leuten, die mir sofort auch per WhatsApp immer erreichbar sind. Und das fand ich halt irgendwie persönlich ziemlich cool auch, ne? Weil bei großen Unternehmen, das ist halt ein relativ kleines Unternehmen verhältnismäßig, ist es meistens so, dass man seltenst mal jemanden schnell in die Leitung bekommt, wenn man ein Problem hat. Oftmals muss man irgendwie auf tagelang auf einen Rückruf warten oder man bekommt gar keine Rückmeldung. E-Mails werden kaum bis gar nicht beantwortet. Und in dem Fall, weil das ganze Vorhaben hier läuft jetzt schon seit einem guten halben Jahr, muss ich sagen. Also ich habe vor über einem halben Jahr die Anfragen gestellt. Jetzt natürlich irgendwo bedingt durch die aktuelle Situation gab es Lieferengpässe und Probleme halt mit der Beschaffung der Bühnen, weil die zu dem Zeitpunkt leider auch ausverkauft war. Aber in der ganzen Zeit, in der ich hier im Kontakt mit Profi Paul war, hat man mir einfach das Gefühl gegeben, dass mein Anliegen halt irgendwo wichtig ist und weswegen ich dann auch gesagt habe, okay, ich kann jetzt auch noch ein paar Monate warten. Ich habe jetzt jahrelang ohne Bühne gearbeitet und da soll es jetzt auf ein paar Monate auch nicht drauf ankommen. Umso schöner war es natürlich irgendwie Anfang Oktober, dass ich die Nachricht bekommen habe, die Bühne ist jetzt da, die kann jetzt verschifft werden und innerhalb von 3-4 Tagen war die dann auch bei mir. Sehr gut organisiert, über DHL kamen die dann halt an, DHL Sperrgutversand. Die haben sie halt direkt vor die Halle abgeladen, sodass ich die halt nur noch eben rein hieven musste. Das haben wir dann halt mit dem Gabelstapler, eigentlich mit dem Gabelstapler, sondern mit so einer Ameise gemacht, haben wir die dann hier noch reingezogen und fertig. Zeitfenster perfekt, die haben sich pünktlich gemeldet, haben das Zeitfenster von, ich glaube, einer Viertelstunde sogar eingehalten, fand ich echt super, sodass man halt auch nicht extrem lange darauf warten musste. Gut, in einem gewerblichen Betrieb, wo eh jeden Tag, den ganzen Tag jemand da ist, wäre es halt halb so wild, aber in dem Fall bin ich ja nur da, wenn ich hier sein muss, in dem Fall. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, was das angeht. So, Stecker ist verkabelt. Jetzt werde ich hier weitermachen müssen. So, jetzt nehmen wir den hier mal nehmen und hier jetzt einmal die Ader-Einthülse noch draufsetzen und dann einmal alles verkabeln und dann zeige ich euch jetzt gleich, wie die Schaltbox vernünftig verkabelt aussieht und welches Kabel wofür ist, damit ihr beim Aufbau auch ganz genau wisst, wohin welches Kabel muss und welches Kabel für was zuständig ist. Deswegen würde ich sagen, kleinen Break und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Elektrik verkabelt habe. Es geht auf jeden Fall besser jetzt im Nachgang. Und zwar haben wir hier unten an dem Verteilerblock, da kommen die drei Phasen vom Starkstrom an. Das heißt L1, L2, L3. In dem Fall bei mir war es jetzt braun, schwarz, grau. Das ist die Reihenfolge, die bei mir am Stecker hinten anliegt. Dann haben wir natürlich hier den Schutzleiter beziehungsweise alle drei Schutzleiter, die hier rumhängen, kommen auf einen Punkt drauf. Ich habe mir die jetzt erstmal so provisorisch verbunden, hier mit einer Lüsterklemme. Das funktioniert. Das blaue Kabel, was vom, jetzt muss ich mal kurz gucken, das blaue Kabel, was hier vom Motor kommt, das kann abgeknipst werden. Das blaue Kabel von der Zuleitung kommt hier an den Verteilerblock dran. Ne, hier sieht man das ganz schön. Das ist von unten alle reingesteckt. L1, L2, L3 links.
Der blaue kommt hier rechts auf den drauf. Die vom Motor kommen hier an den Block dran, von unten. Auch entsprechend T1, T2, T3. Das heißt braun, schwarz, grau in dem Fall. Der blaue, wie gesagt, wird nicht benötigt. Der kann abgeknipst werden. Der Schutzleiter bzw. alle drei Schutzleiter, die hier sind, werden auf einen Punkt gesetzt. Und dann haben wir hier ganz außen noch, da sind dann die entsprechenden Steuerleitungen von den Entriegelungsmagneten bzw. auch vom Seilbruchschutz. Die sind alle schon markiert mit, ich glaube, Y0, Y1, Y2, Y3. Y0 kommen auf die drei äußeren. Und Y1, 2, 3 kommen auf die drei inneren Punkte. Ja, ganz easy, so was das angeht. Dann haben wir noch ein grünes und ein orangenes Kabel. Die liegen hier oben. Ne, die werden entsprechend da reingesteckt. Da ist zu Beginn erstmal so eine Brücke drin, die zieht ihr raus. Und dann könnt ihr halt den grünen auf den grünen, den orangenen auf den orangenen stecken. Und dann habt ihr die ganze Geschichte schon fertig verkabelt. Also mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen zu der Elektrik. Wir können jetzt einmal kurz anmachen. Und wir sehen dann, dass die LEDs da direkt leuchten. Es raucht nichts, es sieht alles vernünftig aus. Von daher würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht in dem Fall. Also wirklich kein Hexenwerk. Aber im Normalfall, wie gesagt, sollte das auf jeden Fall eine Elektrofachkraft machen. Da solltet ihr auf jeden Fall dann euren Elektriker zu Rate ziehen. So, als nächstes werden wir hier die Stahlseile montieren. Und zwar muss das Stahlseil unter dieser Rolle entlang, dann nach oben im Hubschlitten hoch und wird dann oben hier durch dieses Loch geführt und dann mit zwei Muttern und einer Unterlegscheibe gekontert. Das gleiche natürlich auf beiden Seiten entsprechend. Als allererstes nehmen wir die Rolle raus. Dafür müssen wir hier diesen Sicherungsstift rausziehen. Natürlich ein bisschen fummeln. Legen die aber beiseite, nehmen uns dann das Stahlseil und führen uns das einmal hoch. Ziehen uns das hier einmal hoch, schieben uns das hier durch und ziehen uns das einmal mit Mutter- und Unterlegscheibe an. Eine Unterlegscheibe. Und dann zwei Muttern. Diese beiden Seile sind nämlich dafür zuständig, den Gleichlauf der beiden Hubschlitten zu gewährleisten. Deswegen geht ein Stahlseil von der Seite zur anderen Seite und von der Hauptsäule zu der Seite. Und entsprechend jetzt wieder die Rolle montieren und danach montieren wir den Hydraulikschlauch. So, dann geht es weiter hier. Ich zeige euch mal den Seilbruchschutz. Den habe ich etwa 15 cm von der Säule entfernt platziert. Einmal und auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Hier seht ihr, wie ich den verlegt habe. Da müsst ihr natürlich hier entsprechend darauf achten, dass der Sensor nicht ausgelöst wird. Hier seht ihr das, der löst dann aus. Und der soll dann natürlich nur auslösen, wenn das Seil auch reißt und dann hier entsprechend über die Feder der Schalter zuschnappt. Verkabelung sieht so aus, da kommt ein Kabel hier rein. Jetzt muss ich mal hier mal irgendwie zeigen. So, wir haben hier von dem ersten Schalter braun und blau. Da kommt eine Zuleitung von hinten. Die wird dann einfach nur durchgeschleift, so gesehen. Das heißt, da kommt auch braun und blau an. Ich bin jetzt hier mit blau auf blau gegangen und dann mit braun auf den blauen von dem hinteren und den braunen von den hinteren wieder auf den braunen von der Zuleitung, dass wir einmal so einen Kreislauf
hergestellt haben. Ne? Also wie gesagt, noch einmal ganz kurz. Zuleitung blau auf blau vom ersten Sensor. Braun vom ersten Sensor auf blau vom zweiten Sensor. Braun vom zweiten Sensor auf braun von der Zuleitung. So dass ihr dann im Prinzip einmal diesen Kreis produziert habt. Ich habe alles hier angeschlossen, die Hydraulikleitung schön festgezogen natürlich und dann alles mit entsprechend Kabelbindern soweit fixiert. Ne, hier haben wir dann die Kontaktstelle von den Entriegelungsmagneten. Die werden hier einfach nur so zusammengesteckt und dann entsprechend die Leitung einfach so weiterverfolgen. Alles hier schön zusammenbauen. Hier ist dann der zweite Sensor. So habe ich den montiert. Und dann hatte ich jetzt von dem Entriegelungsmagnet noch ein bisschen Kabel über, habe da einfach eine Schleife gesetzt und festgeklemmt mit Kabelbindern und fertig. So sieht die ganze Geschichte dann aus. Öl habe ich auch aufgefüllt. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das relativ weit oben ist, konnte ich jetzt so schlecht filmen. Die Hydraulikleitung, die zieht ihr euch einmal oben durch die Tülle durch und entsprechend da dran. Einfach festziehen, Hydrauliköl alles auffüllen. Da seht ihr auch, wie ich die Kabel verlegt habe. Ja, alles entsprechend schön verlegt mit Kabelbindern auch, sodass da nichts rumhängt. So, kurzer Hinweis noch, wenn ihr den Hydraulikschlauch verlegt, macht das so, schließt den erst auf der Hauptsäule an, nehmt euch den Schlauch, führt den oben in den Tank rein, nachdem ihr Öl eingefüllt habt und drückt im Sicherungskasten den Schutzschalter. Der ist nämlich dann dafür da, dass nur der Motor läuft und spült im Prinzip das System einmal für 2 Minuten oder so durch, dann Finger auf den Schlauch, Finger auf den Schlauch, das ist richtig. Dann zur Nebensäule, Schlauch draufstecken, anschrauben, nicht festziehen, ein paar Tücher drunter legen und dann nochmal kurz laufen lassen und dann erst festziehen. Dann habt ihr auf jeden Fall gewährleistet, dass das System vernünftig entlüftet ist, was das angeht. Vorher, bevor ihr den Schlauch halt verlegt, am besten noch einmal kurz mit Druckluft ausblasen, um sicherzugehen, dass da keine Rückstände oder so drin sind. Habe ich jetzt gerade vergessen zu erwähnen, deswegen jetzt noch mal kurz dieser Nachtrag. So, im nächsten Schritt hängen wir jetzt die Arme ein. Am besten zu zweit. Es geht aber auch alleine. Die sind zwar relativ schwer, aber man sollte das schon irgendwie hinbekommen. Nehmen uns die Arme. Setzen die hier rein und fummeln hier unseren Bolzen durch. Mal gucken, ob das passt. So, Bolzen ist drin. Von unten kommt jetzt gleich noch eine Sicherungsklammer. Das mache ich aber erst, wenn alle Bolzen drin sind. Ne, seht ihr, hängt alles fest. So, nach außen. So. Dann nehmen wir uns den zweiten Arm. Der ist natürlich länger und dadurch auch schwerer. Das kriegen wir auch mal hin. So, wenn er einmal so drin sitzt, sitzt er erstmal grob drin, das ist okay. Thank you.
So. Und das gleiche machen wir jetzt gleich noch auf der anderen Seite. Hier montiere ich jetzt erstmal direkt schon die beiden Tragteller. Also die Tragteller, die haben hier eine Aussparung. Die passt genau hier mit so einem aufgeschweißten Metallstück. Und die setzen wir einfach mal hier rein. So, und hier nehmt ihr euch dann halt, wie gesagt, so einen Sicherungsring und sichert die ganze Geschichte hier ab, damit sie nicht rausrutschen kann. So. Und das gleiche macht ihr dann bei den Tragtellern hier. So. So, dann können die auch nicht mehr rausrutschen. So, Überfassstelle, dazu möchte ich noch eine kurze Sache erwähnen. Und zwar, wie gesagt, ihr stellt die Bühne ja nicht anhand der Überfassstelle auf, sondern über die Länge des Hydraulikschlauchs im Normalfall. Dadurch haben wir immer das so, dass wir links und rechts jeweils so 2 cm Luft zur Säule haben, wenn wir das ausrichten. Die wird einfach dann halt mittig über die Leitung gelegt, dann entsprechend einfach 4 8er Löcher bohren, Dübel rein, Schrauben rein. Worauf ihr noch achten müsst, von innen sind ja noch so 2 Bleche dreimal eingeschweißt. Diese sind dafür da, um die Seile, also beziehungsweise die Seile so gesehen, zu trennen von den Hydraulikleitungen, dass halt die Hydraulikleitung nicht hin und her wandern kann. Deswegen müsst ihr da natürlich achten, dass wenn ihr die Überfassschwelle auflegt, dass die Hydraulikleitung genau dazwischen liegt und die nicht zerquetscht, beziehungsweise auch die Leitung, die Strom, die Kabel nicht zerquetscht. Deswegen habe ich die ja alle richtig schön zusammengezurrt mit Kabelbinder, damit da nichts hin und her kann. Das ist so das Einzige, worauf ihr dann achten müsst. Ja, und dann entsprechend einfach nur hinlegen, Löcher bohren, Dübel rein, Schrauben rein. Ihr könnt auch Schlagdübel oder sowas nehmen. Dübel und Schrauben sind aber im Lieferumfang hier auch enthalten. Deswegen habe ich die auch genommen. Und ja, das ist halt eine relativ einfache Geschichte. So, jetzt machen wir mehr oder weniger die Abschlussarbeiten. Das heißt, hier die Magnete, die verdecken wir einmal mit diesen Kappen hier. Da haben wir entsprechende Schrauben mit dem Lieferumfang natürlich, und die stecken wir jetzt hier mal rein. So, was ich festgestellt habe, ist auf jeden Fall, dass wir mehr als genug Schrauben dabei haben. Also wir haben tatsächlich zu viele Schrauben. Wir haben also im Prinzip immer noch Ersatzschrauben dabei. Das ist auch mega cool, weil oftmals kann es mal passieren, dass man mal so eine Schraube verliert oder so. Und dann ist es natürlich ziemlich gut, dass irgendwie mal Ersatzschrauben mit dabei sind. Na, andererseits fragt man sich manchmal, hat man jetzt alles verbaut oder nicht? Aber das ist eigentlich relativ easy und leicht zu kontrollieren, ob alle Schrauben verbaut worden sind. Na, die schrauben wir hier jetzt entsprechend einfach nur rein. Von diesen Abdeckungen haben wir insgesamt 4 Stück für alle 4 Magnete, also beziehungsweise pro Säule oben und unten. Und ja, wenn die Böcke drauf sind, sind wir soweit hier fertig. Und das Einzige, was wir jetzt halt noch machen müssen, wäre dann den Zylinderschutz zu montieren. Den Zylinderschutz montieren wir aber ganz zum Schluss, wenn wir einen Probelauf durchführen gleich. Zum Abschluss
Wenn ihr die Bühne in Betrieb genommen habt, soweit, müsst ihr natürlich noch gucken, ob die Sicherungskeile gleichmäßig in die Rasten fallen. Das heißt, das hört ihr schon beim Anheben, ihr hebt die Bühne an und dann merkt ihr, sobald die Sicherheitsrasten einklappen, ob diese gleichmäßig einfallen. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr das ganz einfach nachstellen. In dem Fall müsst ihr nur wissen, welche Raste klingt sich zuerst ein. Also sagen wir jetzt mal, hier klackt es zu Beginn, hier klackt es zuerst und dann drüben. Dann müsst ihr auf der Seite, wo es zuerst klackt, auch nachstellen. Weil ihr stellt nämlich über diese Schrauben hier die Gegenseite ein. Das heißt, hier wieder die Schrauben lösen und dann entsprechend ein bisschen fester ziehen und dann wieder testen, ob das dann passt. Also dementsprechend halt so lange nachstellen, bis beide Seiten gleichmäßig einklacken, einmal um die Grundposition zu haben. Und dann natürlich, wenn ihr das erste Mal ein Auto drauf fahrt, entsprechend auch nochmal kontrollieren. Also ein Auto drauf fahren, hochheben, gucken, ob die gleichmäßig einrasten, falls nicht, auf der Seite, wo zu Beginn klackt, nachstellen. Dann wieder festziehen, kontern, fertig. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu beachten. Dann natürlich, wie gesagt, hier die Ecken vernünftig einfetten noch. Das mache ich gleich noch. Und dann entsprechend den Zylinderschutz montieren. Den Zylinderschutz werden wir jetzt gemeinsam montieren auf der Seite. Die Klappe, die war noch unten. Die habe ich jetzt einmal umgedreht und hier wieder festgeschraubt. Und jetzt können wir den Zylinderschutz montieren. Dementsprechend hole ich den jetzt mal. Den schieben wir von unten hier durch diesen Schlitz. Also wir schieben den von oben, von unten durch. Ich nehme dafür jetzt gleich einfach ein Stück Draht, fädel ich hier durch, klammer mir den Zylinderschutz ein und ziehe den einmal nach oben durch. Und dann wird der ganz oben befestigt. Die Schrauben vom Transportrahmen, die nicht verwenden, die sind nämlich zu kurz, beziehungsweise auch, ne, die sind nicht zu kurz, aber die sind zu dick. Da sind neue Schrauben im Lieferumfang enthalten. Das sind jetzt M8er und da sind, oder sind das M10 und da sind M8er mit dabei, inklusive passenden Muttern, die stattdessen verwenden. Ja, ich zeige euch aber, wie das funktioniert. So, hier haben wir den Zylinderschutz. So sieht er aus. Also oben ist so ein breites Blech drauf, unten sind so zwei Haltenasen. Wir schrauben jetzt erstmal den Winkel hier ab. Der ist nur mit so zwei kleinen Schrauben hier befestigt. Der Winkel kommt nämlich oben dann drauf in die Fassung, beziehungsweise mit den beigelieferten Schrauben wird er oben festgeschraubt. So, dann müsst ihr beachten, es gibt eine Vorder- und eine Rückseite. Die Vorderseite ist die, wo die Schrauben hier vorgucken, beziehungsweise die Oberfläche hat hier so eine Lederoptik. Die andere ist ja so kariert und die Seite, wo halt so diese Lederoptik ist, die kommt nach vorne. Dementsprechend ziehen wir das jetzt so einmal nach oben durch. Dafür, wie gesagt, so einen handelsüblichen Draht. Einfach hier von oben runterschieben. Unten entsprechend einhängen. So, und einmal hier durchziehen, fertig. So, dann stellen wir uns mal eine Leiter an und ziehen das Ding einmal nach oben durch. So, nehmt euch mal Werkzeug mit nach oben. Ihr braucht einen 13er Schlüssel und halt den Schraubendreher. Die Schrauben holen wir erstmal raus hier. So, und stecken dann die etwa durch. Gucken dann etwa so 1,5 cm raus.
Dann nehmen wir uns erstmal das Blech. Das Blech kommt halt so hier rein. Nach hinten drücken bis auf Anschlag. Und dann mit einer Mutter fixieren. Und dann einfach nur mit dem 13er Schlüssel hier leicht festziehen. Da ist kein Druck drauf. Ist jetzt nicht gegenkontern oder so. Zack. So, und dann zieht ihr euch den Zylinderschutz hoch. Passt auf, dass er nicht irgendwie von unten verkantet. Legt euch den schön breit hin. So, und dann nehmt euch die kleinen Schrauben. Schraubt die einfach nur leicht fest, sodass man es hier weiter bewegen kann, weil hier spannen wir gleich nach unten hin. Aber jetzt machen wir erstmal unten fest. So, für unten nehmen wir hier so zwei kleine Imbusschrauben. Richten die gerade aus und ziehen die so ein bisschen handfest an. Da ist ja keine Belastung drauf, wie ich ja gesagt habe. So. Und dann passt das. So, und jetzt oben halt ein bisschen auf Spannung ziehen. Oben festschrauben und fertig. Jetzt zum Abschluss werden wir die Bühne einmal komplett hochfahren und einmal wieder komplett runterfahren. So, der Endabschalter ist erreicht. Das heißt, das ist hier die maximale Hubhöhe, was das angeht. Ich bin 1,83. Das heißt, wir haben hier eine Hubhöhe von, ja, sagen wir jetzt so knapp über 1,70, 1,75. Und entsprechend, wenn man jetzt die Teller halt noch verstellt, kommt man auf gut 1,90 Meter. Das reicht definitiv mehr als ja, zum Arbeiten. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Einzige Sorge, die ich mir halt hier nur noch mache, ist dann halt die Höhe der Halle. Da muss ich dann so ein bisschen aufpassen, wenn ich hohe Fahrzeuge habe, dass ich die nicht zu hoch hebe wegen der Decke, weil ich habe ja nur knapp 3,60 Meter Deckenhöhe oder 3,55 so. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe hier 1,90 Meter plus ja, was ist ein normales Auto, sagen wir so 1,50 Meter, dann bin ich ja schon bei 3,40 Meter knapp, abzüglich Höhe der Reifen. Ja, das müsste eigentlich bei den meisten Fahrzeugen soweit ausreichen. Wie gesagt, bei so größeren Fahrzeugen, Geländewagen oder sowas, kann es dann halt problematisch werden. Ja, deswegen. Ich zeige euch noch kurz, wie man die Senkgeschwindigkeit einstellt. Ja, weil kommt immer darauf an, wie schwer das Fahrzeug ist und so. Und manche wollen es ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer, was Senken angeht. Es sollte nicht zu schnell sein. Wie gesagt, immer so von ganz oben nach ganz unten, so 30 bis 40 Sekunden. Sollte das schon dauern. Also es könnt ihr dann halt individuell einstellen. Ich zeige euch gleich wo. Erstmal lasse ich die aber wieder ab. Wie ihr seht, unbelastet dauert es natürlich ein bisschen. Wenn da Last drauf ist, geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Aber es sieht von der Senkgeschwindigkeit schon ganz gut aus. Wie gesagt, eine Feineinstellung könnt ihr dann halt hier noch im Nachgang machen mit einem Fahrzeug drauf. Ja,
Und das erste Fahrzeug auf der Bühne werden wir dann in einem weiteren Video gemeinsam machen. Deswegen seid gespannt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abonnement freuen. Lasst einen Kommentar da, gebt einen Daumen hoch. Das wäre mega. Und wir machen jetzt hier noch die restlichen Arbeiten, wobei wir sind eigentlich schon so fast durch, was das angeht. Das dauert hier noch ein bisschen, bis das Ding unten ist. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an profipaul.de für die Unterstützung dieser tollen Garage jetzt mittlerweile. Wie gesagt, ich habe die Bühne tatsächlich gekauft. Also es kann natürlich immer einige geben, die denken, ah, der kriegt hier alles in den Arsch geschoben. Dafür redet der hier alles gut. Nee, ist nicht der Fall. Ich habe ihn tatsächlich ganz normal bezahlt. Ich habe einen kleinen Rabatt bekommen, das möchte ich gar nicht verschweigen. Und im Zuge dessen natürlich auch für euch was rausgehandelt. Das heißt, es gibt einen Gutscheincode nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr reinschauen. Ich verlinke euch ein paar Artikel. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die Jungs an. Manuel ist euer Ansprechpartner, wenn ihr über dieses Video jetzt im Speziellen kommt. Und er wird sich freuen, eure Fragen beantworten zu dürfen. Habt ihr allgemein noch Fragen? Wie gesagt, kommentiert gerne einfach. Und ja, das war's soweit schon fast mit diesem Video. Wenn diese Bühne endlich mal runtergefahren ist. Ich glaube, das sind jetzt schon über 1,5 Minuten. Aber wie gesagt, ohne Last dauert das alles so ein bisschen. So, jetzt ist es auch ganz unten. So, jetzt kommen wir halt noch zur Hub- und Senkgeschwindigkeit. Hub- und Senkgeschwindigkeit stellen wir an diesen beiden Schrauben ein. Die mittlere ist für die Senkgeschwindigkeit, die rechts ist für die Hubgeschwindigkeit. Für die Hubgeschwindigkeit lösen wir hier einmal diese Kappe. Dahinter haben wir noch eine Kontermutter, die können wir auch lösen. Und dann per Hand hier rausdrehen. Und in dem Fall ist es so, der Motor ist von vornherein nicht eingestellt unter Umständen. Das heißt, es könnte sein, dass ihr ein Auto drauf fahrt und das Auto beim Betätigen nicht abhebt. Hebt das Auto nicht ab, müsst ihr diese Schraube weiter reindrehen. Wenn das Auto dann anhebt, dann dreht ihr diese Schraube noch 2 Umdrehungen weiter rein. Und könnt dann kontern. Ne? Also wie gesagt, ihr habt hier ganz normal den Imbus und dann könnt ihr diese Schraube hier ganz normal reindrehen, so wie ihr möchtet. Und dann im Endeffekt hier wieder die Kontermutter drauf. Festziehen. Hier den Dichtring und dann die Abdeckkappe wieder drauf. So, wollt ihr die Senkgeschwindigkeit einstellen, macht ihr das entsprechend an der Schraube hier. Mal gucken, ob ich jetzt dran komme. So, Kontermutter einmal lösen. Und dann könnt ihr diese Schraube hier entsprechend weiter rein oder weiter rausdrehen. Je weiter rein ihr dreht, desto langsamer senkt sich das Auto. In dem Fall könnte man die Schraube halt komplett reindrehen, dann würde sich das, die Bühne so gut wie gar nicht senken. Und dann könnt ihr entsprechend rausdrehen und so lange halt rausdrehen, bis euch die Senkgeschwindigkeit passt. Richtwert ist da irgendwo knapp 30 Sekunden, was halt das Senken angeht. Und dann wieder Kontermutter entsprechend festziehen. Und dann seid ihr mit dem Thema durch. Also wie gesagt, kann sein, dass beim Anheben eines schweren Autos die Bühne nicht abhebt. Dann entsprechend hier an der äußeren Schraube drehen. Beim Absenken an der mittleren Schraube drehen. Und dann immer dran denken, noch später die Muttern wieder zu kontern. So, da nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das Video ist natürlich relativ lang geworden. Denn ich wollte euch natürlich entsprechend detailliert oder möglichst detailliert zeigen, wie so eine Bühne aufgebaut wird.
Aber ich wollte jetzt auch keine drei oder vier Teile draus drehen, sondern das sollte wirklich alles in einem Video passieren, auch wenn es jetzt ein bisschen lang geworden ist. Deswegen, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal, kommentiert gerne was, lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!